Ja, liebe Damen und Herren, vielen Dank für die Einführung. Ich darf jetzt das Thema Krampfadern, was vorhin ja schon erwähnt wurde, nochmals aufgreifen und so ein bisschen in die Tiefe gehen. Was sind Krampfadern? Wie werden sie diagnostiziert? Was macht es für Symptome? Und vor allen Dingen, was hat man für Behandlungsoptionen? Die nüchterne Definition von Krampfadern handelt sich um eine degenerative Erkrankung der Venenwand von den oberflächlichen Venen der Beine und unter verschiedenen Faktoren, wie jetzt Schwangerschaften oder Orthostasebelastung, können die sich im Laufe der Zeit in unterschiedlicher Ausprägung entwickeln. Man sieht das hier nochmal schematisch dargestellt. Hier hat man eine Vene mit den Venenklappen, wie vorher schon gezeigt, die hier dicht schließen. Und durch eine Erweiterung der Venen kommt es zu einer Undichtigkeit dieser Venenklappe und zu einem Rückstau des Blutes nach unten. Das sollte hier in einer kurzen Animation noch gezeigt werden, wie das Blut nach oben transportiert wird und dann wieder zurückfällt durch diese in der Mitte nicht schließenden Venenklappen. Was gibt es für Ursachen bzw. Risikofaktoren? Einerseits hat man die biologischen Faktoren wie eine familiäre Veranlagung, angeborene Wandschwäche der Venen, leider auch weibliches Geschlecht etwas mehr betroffen als Männer, verstärkte hormonelle Einflüsse in der Schwangerschaft, angeborene Veränderung der Venenklappen und auch das zunehmende Lebensalter zählt zu den biologischen Faktoren. Dann hat man aber auch die lebensstilbezogenen Faktoren, die insbesondere das Fortschreiten von Krampfadern begünstigen können, wie Bewegungsmangel, Übergewicht, aber auch stehende Berufe oder einengende Kleidung, Obstipationsneigung und in gewissem Maße kann auch eine hormonelle Therapie das Ganze begünstigen. Schwangerschaft wurde vorhin auch schon angesprochen. Hier kommt es zu einer Lockerung von Muskel- und Bindegewebe im Rahmen der Schwangerschaft durch den hormonellen Einfluss und dies gilt dann auch letzten Endes für die Venen, sodass es durch die Schwangerschaften auch zu einer stärkeren Tendenz kommt, dass sich Krampfadern ausbilden, weil einfach die Venen mehr oder weniger nachgeben. Einerseits, andererseits erschwert aber auch durch die Gebärmutter der Druck auf die Beckenvenen, den Abfluss des Blutes aus den Beinen. Es gibt aber auch sogenannte sekundäre Krampfadern, die im Rahmen von anderen Erkrankungen auftreten können. Typischerweise, wenn eine tiefe Beinvenenthrombose aufgetreten ist, wie wir vorher gehört haben, können sich solche Krampfadern als Umgehungskreisläufe bilden und man spricht dann von einer sekundären Varikosis, Krampfadererkrankung. Und deswegen ist auch wichtig, dass man bei der Untersuchung nicht nur die Krampfadern anschaut, sondern auch die tiefen Venen, um auszuschließen, dass die Krampfadern als Umgehungskreisläufe fungieren. Was hat man für Formen? Es gibt einerseits die Besenreißervarizen oder kutane Krampfadern. Das sind so feine, reisigbesigartige, netzartig auftretende, oberflächliche Krampfadern, die jetzt zwar keine große klinische Bedeutung haben, aber kosmetisch natürlich sehr störend sein können. Dann gibt es die Stammvarizen, von den Stammvenen ausgehend. Und hier hat man einerseits an der Oberschenkelinnenseite die große Stammvene und an der Wadenrückseite die kleine Stammvene, die zu diesen sogenannten Stammvarizen führen. Dann gibt es Seitenastvarizen, davon spricht man, wenn diese geschlängelten Venen auftreten. Und wie vorher angesprochen, auch eine Sonderform, das sind die sogenannten pudendalen Varizen, wo immer mehr auch das Bewusstsein dafür kommt. Das sind erweiterte Venen, die im Genitalbereich oder Oberschenkelinnenbereich auftreten können und ursächlich häufig durch eine Veränderung der Beckenvenen, insbesondere der Ovarialvene, auftreten können. Und es zeigt eben auch, dass das mehr und mehr im Bewusstsein ist. Die Bilder, die stammen von der deutschen Arbeitsgruppe, die letzte Woche erst in der entsprechenden Fachzeitschrift veröffentlicht wurden. Und vergesellschaftet sind
diese pudendalen Krampfadern oftmals auch mit einem sogenannten pelvinem Stauungssyndrom. Das heißt, das tritt bei Frauen häufiger nach mehreren Geburten auf oder in der prämenopausalen Situation vergesellschaftet das Ganze mit Schmerzen oder Schweregefühl im Unterbauch und Beckenboden, insbesondere bei aufrechter Körperhaltung. Schmerzreduktion tritt häufig dann im Liegen auf. Es kann zu Blasenirritationen kommen oder auch zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das sind letztendlich Beschwerden, die man mittlerweile sehr gut behandeln kann. Wie werden die Krampfadern nun eingeteilt? Das haben wir auf unseren Berichten immer so eine Klassifikation mit draufstehen, damit man einfach eine Orientierung hat, wie schwer ausgeprägt sind die Krampfadern, wo kommen sie her. Und hierfür wird auch von den Leitlinien empfohlen, das CAP-Stadium bzw. Klassifikation zu verwenden, wobei C für die Klinik steht, E für die Ursache der Krampfadern, dann die Anatomie findet Berücksichtigung und auch die Pathophysiologie. Ich möchte jetzt nur mal auf die Klinik eingehen. Und hier teilt man das Ganze ein vom Stadium 0, von letztlich keinen sichtbaren Zeichen der venösen Erkrankung bis zum Maximalstadium, Stadium C6. Im Stadium C1, da hat man eben diese Besenreißer oder oberflächlich erweiterten kleinen Hautvenen. Im Stadium C2, das vorher gezeigte Bild mit diesen Seitenastkrampfadern. Und da kann man unterscheiden, ob das letztlich nur diese Krampfadern sind ohne Symptome oder auch mit Symptomen vergesellschaftet. Das C3-Stadium gehört schon zu den fortgeschrittenen Stadien mit einer Schwellneigung. Dann das C4-Stadium, da treten dann bereits solche braunen Hautverfärbungen auf. C5-Stadium wäre schon eine abgeheilte offene Stelle, venös bedingt. Und das Maximalstadium, das C6-Stadium, letztlich eine offene Stelle, die durch eine venöse Erkrankung bedingt sind. 2003 wurde die Bonner Venenstudie durchgeführt an 3000 Probanden. Und hier hat man einfach geschaut, wie diese Stadienverteilung ist und hat letztlich nur bei knapp 10% gar keine venöse Erkrankung gefunden. Das C1-Stadium mit diesen Besenreißern oder erweiterten oberflächlichen Venen lag bei knapp 60% vor. Sichtbare Krampfadern immerhin bei 14%. Und Hautveränderungen gab es bei 3%. Und man sieht hier eben auch den Unterschied Männer-Frauen dargestellt, dass Frauen doch etwas häufiger betroffen sind als die Männer. Was gibt es für Symptome nun bei den Krampfadern? Häufig beginnt das schon im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter mit dem Auftreten von solchen Besenreißern. Im Verlauf kommt es dann zu knotenartigen Veränderungen der Venen, wo dann eben diese Stränge an der Oberfläche hervortreten, vergesellschaftet mit Symptomen wie müde oder schwere Beinen, Schwellneigung. Die betroffenen Frauen leiden auch häufig kurz vor der Menstruation verstärkt darunter. Und häufig ist auch so, dass im Laufe des Tages die Beschwerden zunehmen, insbesondere die Schwellung ist gegen Abend dann am stärksten und bildet sich dann in den allermeisten Fällen über Nacht wieder zurück oder durch Hochlagern der Beine. Bestehen diese Beschwerden wie jetzt Schwellneigung auf Dauer, dann kann es eben zu zunehmenden Problemen führen, wie eben die hier aufgetretenen Hautverfärbungen, Hautveränderungen durch den chronischen venösen Rückstau, was dann im Maximalfall, wie vorher schon beschrieben, das sogenannte C6-Stadium zu einem Ulcus cruris venosum, also einer offenen Wunde durch die venöse Insuffizienz bedingt führen kann. Was gibt es für Komplikationen? Eine wichtige Komplikation durch die Krampfadern ist eine sogenannte Venenentzündung, wo sich so eine erweiterte Hautvene entzünden kann und sich in diesem Bereich ein Blutgerinnsel bildet. Und wenn das nicht richtig erkannt wird und fortschreitet, kann dieses Blutgerinnsel sich in die tiefen Venen ausbreiten und man hat dann letzten Endes das Bild von einer tiefen Beinvenenthrombose
Und deshalb sollte man bei ungewöhnlichen Schmerzen oder Schwellungen im Bein sofort entsprechend ärztlichen Rat einholen, insbesondere wenn das Ganze ganz plötzlich aufgetreten ist. Und so eine tiefe Beinvenenthrombose wiederum kann als Komplikation eine Lungenembolie verursachen. Deswegen, wenn zusätzlich zu einem dicken, geschwollenen Bein noch Atemnot oder Brustschmerzen auftreten, dann muss man unbedingt den ärztlichen Notdienst informieren. Wie sieht jetzt so eine Venenentzündung aus? Das sind jetzt einfach typische Bilder von so einer Venenentzündung. Man sieht im Bereich der Krampfadern, wie es zu einer lokalen Rötung kommt, Überwärmung. Und im Regelfall, wenn das in Anführungszeichen nur Krampfadern sind, ist das Ganze ganz weich. Wenn eine Venenentzündung auftritt, verhärtet sich das und ist vor allen Dingen sehr schmerzhaft. Weitere Komplikationen: die dauerhaft geschädigten Venen können zu einem Venenversagen führen und da spricht man von einer chronischen venösen Insuffizienz. Und wenn man das nochmal auf das vorher gezeigte Stadium oder die Stadieneinteilung bezieht, fängt diese chronisch venöse Insuffizienz an sich ab dem Stadium 3 mit der Schwellneigung bereits an. Wann soll man nun die Krampfadern abklären? Das ist auch eine Empfehlung aus den aktuellen Leitlinien. Bei Vorliegen von einer symptomatischen oder relevanten Krampfadererkrankung sollten spezielle Untersuchungen erfolgen und die Patienten dem Venenspezialisten vorgestellt werden, um dann entsprechend sich Gedanken über therapeutische Möglichkeiten zu machen. Wichtig in der Diagnose ist die Früherkennung, weil man eben auch bei den Krampfadern, wenn man es im frühen Stadium erkennt, durch eine entsprechende Maßnahme gegensteuern kann, dass zumindest das Fortschreiten gebremst werden kann und man eben auch Komplikationen wie jetzt Überlastung der tiefen Beinvenen oder Venenentzündung vermeiden kann. Und Ziel bei der Diagnosestellung ist, das Ausmaß der Erkrankung vollständig abzuschätzen und gemeinsam dann auch eine entsprechende Behandlungsweise festzulegen. Wichtigster Punkt in der Diagnose ist nach vorangegangener Besprechung über die Beschwerden der Ultraschall. Und hier kann man im Prinzip eine genaue Einschätzung machen, wie ausgeprägt sind die Krampfadern und anhand des Ultraschallbefundes dann auch eine entsprechende Therapieplanung, Therapieempfehlung geben. Und mit dem Ultraschall hat man eine gute Darstellung der Blutzirkulation und kann auch die Venenklappen beurteilen. Und einerseits sieht man das Bild der Venen, andererseits kann man aber auch die Flussverhältnisse darstellen. Früher wurde das Ganze durch eine Phlebografie gemacht, das heißt eine Röntgenuntersuchung, wo zusätzlich Röntgenkontrastmittel über eine Fußrückenvene gespritzt wurde. Diese Untersuchung wurde glücklicherweise in den letzten Jahren komplett durch die Ultraschalluntersuchung abgelöst. Damit man sich was vorstellen kann, sieht man hier beispielsweise diesen schwarzen Balken im Ultraschallbild. Das ist die große Stammvene an der Oberschenkelinnenseite dargestellt und gleichzeitig hat man hier unten das Flussprofil abgeleitet und kann anhand von dieser Flusskurve dann letztlich sagen, dass die Vene erkrankt ist, dass die Venenklappen nicht dicht schließen und muss sich dann eben über entsprechende Behandlungsmöglichkeiten Gedanken machen. Was kann man prophylaktisch tun? Vorbeugung ist nur bedingt möglich, wenn eine genetische Veranlagung vorliegt, aber diese Faktoren wie gesunde Lebensweise, Gewichtskontrolle, Venengymnastik, wie wir sie vorher schon durchführen durften, oder auch kalte Unterschenkelgüsse, Ausdauersportarten, Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking, wirken prophylaktisch und bremsen auch das Fortschreiten von einer Krampfadererkrankung. Ist die Erkrankung fortgeschritten und man muss eine Therapie planen, dann muss man sich überlegen, was sind die Ziele der Therapie bei einer Varikosis. Hier sollte die venöse Flussrichtung normalisiert werden durch das Ausschalten oder Entfernen erkrankter Venenabschnitte
um dadurch die Beschwerden wie jetzt Schwellneigung, Schmerzen zu vermeiden. Und auch mit so einer Behandlung kann man, wenn die Patienten erst im späten Stadium mit offenen Stellen kommen, auch das Abheilen bzw. die Rezidivrate von solchen Ulzerationen verbessern und entsprechende Komplikationen vermeiden. Es gibt unterschiedliche Therapieverfahren, einerseits die konservativen Therapieoptionen, dann chirurgische Verfahren und auch endovenöse Verfahren. Zu den konservativen Verfahren, einerseits kann man sagen, wenn gar keine Beschwerden vorliegen, kann man auch mal zuwarten oder eine Lebensstiländerung machen, Gewichtsreduktion, Kompression, sicherlich ein wichtiger Standbein der Therapie. Dann weitere Sachen wie intermittierende pneumatische Kompression oder auch die manuelle Lymphdrainage haben einen Stellenwert. Es gibt auch chemische Substanzen wie das Pentoxifilin, was positive Effekte zugeschrieben werden, oder auch Pflanzenextrakte, hier beispielsweise Mäusedorn oder Rosskastanienextrakte, die zumindest symptomatisch eine Linderung erzielen können. Zur physikalischen Therapie, hier beispielsweise die Beinmassagen oder manuelle Lymphdrainage, Kneippanwendungen. Damit kann man sagen, dass schon 10 Minuten täglich eine deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Venen und auch des Wohlverbindens bewirken können. Medikamentöse Behandlung. Hier gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Präparate in Form von Sprays, Tabletten, Salben, können eben symptomatisch wirken, auch wenn sie letzten Endes die Ursache nicht beseitigen, aber insbesondere bei Symptomen wie jetzt Schweregefühl können solche Präparate wie Rosskastanienextrakte eine Linderung erzielen. Ganz wichtig, was wir vorher auch schon gesehen haben, die Kompressionstherapie, hier nochmal das Bild von vorhin gezeigt, die Vene mit normalen Venenklappen, hier eine erkrankte Vene mit undichten Venenklappen und durch Kompressionstherapie werden sozusagen die Venen zusammengedrückt, dass dann auch eine bessere Funktion der Venenklappen wieder hergestellt werden kann. Dadurch beispielsweise, dass der venöse Querschnitt vermindert wird und dies reduziert dann die Schwellneigung und verbessert die Durchblutung. Und klinisch haben die Patienten wie auch beim Lymphödem auch eine deutliche Schmerzlinderung unter der Kompressionstherapie. Im Regelfall werden die Kompressionsstrümpfe ärztlich rezeptiert und dann im entsprechenden Fachhandel individuell angepasst. Man muss allerdings sagen, so ein Strumpf hält nicht lebenslang, sondern sollte in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht werden, da einfach die Kompressionsstärke im Regelfall nach 6 Monaten nicht mehr erhalten werden kann, weil auch das enthaltene Gummi mit der Zeit porös wird. Und wie Sie auf den Bildern sehen, gibt es nicht wie früher nur diese braunen oder hautfarbenen Kompressionsstrümpfe, sondern in allen möglichen modischen Designs sind die auch vorhanden. Und es gibt natürlich viele Patienten, die auch Schwierigkeiten haben, die Strümpfe anzuziehen, insbesondere bei höheren Kompressionsklassen. Und hierfür gibt es dann auch spezielle Anzieh- oder Ausziehhilfen, um das Ganze zu erleichtern. Chirurgische Therapiemöglichkeiten möchte ich an sich nur kurz erwähnen. Das sind sozusagen die klassischen Verfahren, die es schon zum Teil über 100 Jahre gibt. Die sogenannte Babcock-Prozedur, wo die Vene chirurgisch sozusagen herausgezogen wird. Das klassische Stripping-Verfahren. Gibt aber auch modernere Verfahren, wie jetzt die Shiva-Methode oder auch endoskopische Verfahren, die allerdings jetzt nicht sehr häufig angewendet werden. Dann gibt es die interventionellen Therapiemethoden, die bei uns im Haus auch einen hohen Stellenwert haben, insbesondere die thermische Ablation, die Vene sozusagen durch Wärme behandelt wird. Das sind führend Laserverfahren oder Radiofrequenzverfahren. Dann gibt es aber auch noch weitere Verfahren wie Cyanacrylatkleber,
um die Vene zu verschließen, oder auch mechanische Verfahren, um die Vene von innen zu schädigen, und auch Sklerosierungsbehandlung, auf die ich gleich noch eingehen werde. Die endovenös-thermischen Verfahren sind sicherlich Verfahren, die weltweit sehr häufig eingesetzt werden zur Behandlung von den Krampfadern. Hier wird als Grundprinzip eine dünne Sonde in die Vene eingeführt, dann wird Betäubungsmittel um die Vene drumherum gespritzt und dann die Vene durch Wärme verschlossen, und der Körper baut diese Vene im Laufe der Zeit ab, hat den Vorteil, es müssen keine größeren Schnitte gemacht werden, um die Vene zu entfernen. Bei den thermischen Verfahren hat man hauptsächlich eben das Laserverfahren und das Radiowellenverfahren zur Verfügung. Heißdampfverfahren gibt es auch, hat sich aber im Alltag nicht durchsetzen können. Kurz zur Theorie: Wir verwenden hauptsächlich Laser mit Wellenlängen von 1470 oder auch 1940 Nanometer, welche als Ziel Wasser haben, welches im Blut und der Venenwand vorhanden ist und durch den Einsatz vom Laser praktisch erhitzt wird, und das führt zu einer Schädigung der Venenwand und dem folgenden Verschluss der Venenwand. Hier sieht man als Beispiel mal so eine Lasersonde gezeigt. Das ist im Prinzip so eine Glasfaser, die an einen Lasergenerator angeschlossen wird und gibt hier vorne ringförmig dann die Laserenergie ab. In der Animation sieht das so aus. Hier liegt die Lasersonde in der zu behandelnden Vene drin. Dann wird der Laser aktiviert und durch die Wärme kommt es letzten Endes zu einer Schrumpfung von dieser Vene und somit wird die Vene ausgeschaltet. Weiteres Verfahren, eben an sich ähnliches Prinzip, die Radiofrequenzobliteration. Hier wird ebenfalls ein Katheter in die Vene eingeführt und erhitzt dann die Vene. Der Unterschied zum Laser ist, man hat vorne eine längere Behandlungsstrecke von ca. 10 cm, hat auch eine Temperatursonde an der Spitze, wo dann immer die aktuelle Behandlungstemperatur angezeigt wird. Vom Prinzip ähnlich wie beim Laser, man sieht hier den eingeführten Katheter und nach Wärmeabgabe kommt es zu einem Schrumpfen dieser Vene. Man kann sich das hier in der Ultraschallanimation auch nochmal darstellen. Hier in dem Bereich liegt schon der weiße Strich in der Vene. Das heißt, das ist der Radiowellenkatheter, es ist das Dunkle um die Vene drumherum, Betäubungsmittel. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, wie jetzt hier vorne so kleine Wölkchen kommen, beziehungsweise auch hier in dem Bereich. Und das ist im Prinzip, sind das ganz kleine Dampfbläschen, die durch diese Wärme entstehen und die Venenwand dann schädigen. Sklerosierungsverfahren, das sind Verfahren, die jetzt hauptsächlich für geschlängelte Venen oder auch für die Besenreißer eingesetzt werden. Hier wird ein flüssiges oder aufgeschäumtes Verödungsmittel in die Vene eingespritzt und führt dann zum Verschluss durch Venenwandschädigung. Man kann das mittels so einer Schaumverödung machen, wie man hier in dieser Spritze sieht, wo ultraschallkontrolliert eine dünne Nadel in die Vene eingeführt wird und dann wird über diese Nadel der Schaum in die Vene gespritzt, was zum Verschluss von dieser Vene führt. Oder hier sieht man das am Beispiel der Besenreißer, wie man hier so ein kleines Nest an Besenreißern hat. Da wird mit einer feinen Nadel die Hauptvene angepiekst und dann der Schaum reingespritzt, und da sieht man sehr schön, wie sich das in diesen Venen ausbreitet und zum Verschluss von diesen Venen führt. Hier nochmals ein Beispiel an anderer Stelle, wo man ebenfalls schön sehen kann, wie diese Venen verschwinden und sich verschließen. Das kann man überspringen. Ja, wie sind die aktuellen Empfehlungen zur Therapie der Varikosis? Man sollte letzten Endes immer eine individuelle Entscheidung treffen mit jedem Patienten, dass man die unterschiedlichen Verfahren anspricht, Vor- und Nachteile bespricht, und oftmals verwendet man auch Kombinationen von den gezeigten Behandlungsverfahren, dass beispielsweise die Stammvene mittels Laser verschlossen wird und die geschlängelten Ausläufer dann mit Verödungsschaum verschlossen wird.
Und wichtig bei der Empfehlung ist auch diese Empfehlung 33 aus der Leitlinie, das Gebot der minimalen Invasivität. Das heißt, dass man wirklich schauen sollte, dass der Eingriff so invasiv wie möglich für den Patienten stattfindet. Wann welches Verfahren, hier, was man zum Beispiel bei der Entscheidung berücksichtigen muss, die Art der zu behandelnden Krampfadern und die anatomischen Begebenheiten, aber auch die Begleiterkrankungen der Patienten und natürlich die persönliche Erfahrung, die man mit den unterschiedlichen Verfahren hat. Ein Punkt, der auch beachtet werden muss, ist die Kostenübernahme, ob das Ganze von der Krankenkasse übernommen werden kann oder ob das je nachdem auch eine Selbstzahlerleistung ist, und man muss den Patientenwunsch respektieren. Zum Abschluss, was wir an sich vorher auch schon gesehen hat, Varikose in der Schwangerschaft, das heißt, wenn im Rahmen der Schwangerschaft Krampfadern auftreten, sollte man die zumindest einmal beurteilt haben, und man muss eben halt auch mit dem Patienten sprechen, dass das auch physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft sind, die sich zum Teil dann aber auch wieder zurückbilden können, und eine Behandlung von Krampfadern im Rahmen der Schwangerschaft sollte an sich nicht erfolgen, außer dass man eine entsprechende Kompressionstherapie durchführt. Aber jetzt irgendwelche Laserbehandlungen, dass man die Venen entfernt oder verschließt, das sollte entweder vor der Schwangerschaft oder, wenn die Venen im Rahmen der Schwangerschaft symptomatisch werden, nach der Schwangerschaft erfolgen. Zusammenfassend kann man sagen, bei Auftreten von typischen Symptomen sollte eine weitere Abklärung bei Krampfadern erfolgen. Rechtzeitiges Erkennen und Behandeln kann spät folgen und Komplikationen vermeiden. Auswahl des geeigneten Therapieverfahrens sollte durch eine entsprechend individuelle Beratung durchgeführt werden. Und ganz wichtig, die Prophylaxe mit viel Bewegung und Ausdauersport. Ja, ich hoffe, ich habe Sie mit den ganzen Informationen nicht erschlagen, und wir stehen jetzt alle noch bereit für Fragen.